Hallo und willkommen zu einem Jahr vor Review, würde ich einfach mal sagen. Die Reviews zu den Figuren gibt es sofort im Anschluss. Also, ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen. Und wer es jetzt nicht mag, dieses Vor-Review, kann sich das schenken, ausmachen und gleich das andere gucken. Ich wollte einfach nur mal kurz ein paar Sachen sagen. Erstens, wie ihr seht, die beiden Sachen hatte ich bis zu den Reviews noch nicht mal ausgepackt. Also, ich packe die gleich jetzt aus. Tenko habe ich gerade schon mal ausgepackt, halt die Verpackung habe ich aber leider schon weg. Ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, gut. Halt eben Sunstriker, Prowl und Tenko. Die beiden sind halt Autobots, er ist ein Decepticon. Und es sind Transformer Universe Classics. Wichtig. Halt eben diese Universe Classics. Sind wie eben diese auf. Lagen halt von diesem Original G1 Transformer halt eben den Namen genommen. Der Modi und dann eben noch mal ein bisschen eben neues Design, neues Fahrzeug und so ein bisschen halt eben, ja, ganz nett. Gefällt mir sehr gut eigentlich so diese Idee und ich wünsche mir mehr. Ich hoffe, es kommen auf jeden Fall noch mehr schicke Sachen halt eben zu uns. Gut. So ein bisschen eben vorab. Erst hat ein Triple Transformer, hat eben drei Verwandlungsarten, zwei Modi und zwei Alternativmodi und hat eben den Roboter-Modus. Die anderen beiden haben eben nur zwei. Steht auch immer drauf hier, was für Waffen sie haben. Also Sunstriker mit, also Vis Electron Pulse Pistol. Ja. Und hinten steht dann noch so eine kleine, ja, Erläuterung zu ihnen. Zum Beispiel Sunstriker entspannt sich gern, poliert mit Vorliebe seinen Chrom und bereitet sich auf einen guten altmodischen Kampf in der Arena vor. Punkt. Sehr nett. Hier sieht man ihn schon Sunstriker verwandelt, Alternativmodus und halt eben Prowl. Das Niveau bei allen dreien ist jetzt eben 3. Ganz nett. Dann eben Prowl hat. Kommt mit einer, also Vis Acid Blaster. Das ist das Ding, was man so ein bisschen zusammenklappen kann. Auch ganz nett. Umgedreht sieht man halt den Prowl. Und eben so diese Sachen wieder, so ein bisschen. Prowl ist die rechte Hand von Optimus Prime und fühlt sich im Gemenge eines Kampfes sichtlich zu Hause. Auch eben ganz nett. Gut, zu den Figuren sage ich dann gleich was in den Reviews, wie sie mir gefallen, ein paar Noten und so. Wobei eigentlich ich schon in der Verpackung euch eigentlich sagen könnte, was für Noten die kriegen. Sagen wir mal sehr gute. Das war halt dieses kleine Vorreview. Das will ich jetzt auch gar nicht so lang ziehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Reviews zu den Figuren kommt sofort im Anschluss. Ich sag schon mal. Viel Spaß dabei, tschüss und bis dann.